Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Stream. Es tut mir leid. Evo ist schuld. Evo ist schuld. Er hat mich zum Lachen gebracht. Und er schreit hinten aus dem Hintergrund gar nicht wahr, aber er hat mich zum Lachen gebracht mit diversen Sachen. Und seit circa 10 Minuten kriege ich mich nicht mehr ein. Das Problem ist, zusätzlich dazu mache ich selber noch die ganze Zeit dumme Scherze. Das ist nicht gut. Also heute wird wahrscheinlich ein sehr vergnüglicher und spannender Stream. In dieser Sekunde ist gerade die Sonne rausgekommen, die ersten Sonnenstrahlen, die ich an diesem Tag sehe, und sie scheinen genau auf meinen zweiten Monitor. Falls ich den Chat also nicht lesen sollte, dann liegt es an der Sonne. Yes. Herzlich willkommen auf jeden Fall zu diesem Stream. Und ich bin Ihre Moderatorin heute, Kira Yosu. Hallihallo, was hat er schon wieder getan? Ja, einfach nur, ja, es ist, ich glaube, es war eine Dynamik gerade zwischen uns, die, und wir haben uns gegenseitig. Ich bin einfach lustig gewesen, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ja. Wir haben uns hier heute zusammengefunden, um dann gleich den Honkai Star Rail 1.6 Livestream anzuschauen. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich glaube, ich schalte einfach mal rüber, oder? Wir blenden dich mit unserer Schönheit. Seid ihr Sonnen? Immer auf die kleinen Waschbären. Ja, genau auf die. Ich habe für Evo habe ich einen Derpy-Waschbär heute gemalt. Und den hat er einfach jetzt gleich verwendet als Badge für seine Twitch-Subscriber-Abonnenten. Yes. Ich meine, wenn die Sonne auf den Chat scheint. Ach so, ja. Die Sonne ist schon wieder weg. Alles hat sich schon wieder beruhigt, sozusagen. Das war jetzt 2 Minuten Sonne und jetzt ist wieder alles weg. Ja, auf jeden Fall hallo. Wir schauen uns jetzt dann gleich den Livestream an, den ich ja nicht live verfolgen konnte, weil ich zu dem Zeitpunkt genau dabei war, Flynn aus der Schule abzuholen. Aber kein Problem, wir können uns das ja alles nachträglich anschauen. Und ich werde ganz schnell mein Browserfenster da fertig machen. Okay, das ist eigentlich schon soweit fertig. Ich glaube, dann haben wir sogar noch 5 Minuten Vorlaufzeit, die wir ein bisschen plaudern können, bevor es losgeht, und haben dann ein bisschen Star-Rail-Musik im Hintergrund und so Star-Rail-Trailblaze-Züge. Ach Evo, wir haben dich doch lieb, natürlich. Und sonst wäre ich schon längst getürmt. Aber ich bin doch immer da, nach über 20 Jahren. Wahnsinn, oder? Ist halt ein untoter Stream? Wieso ein untoter Stream? Ich habe hier noch keinen Untoten bei mir gesehen. Okay. Den verstehe ich jetzt nicht. Pun? Was für ein Pun? Ich stehe auf dem Schlauch. Oh mein Gott. Okay. Statt Livestream ein untoter Stream. Ah, okay. Oh mein Gott, es war gestern. Es war gestern einfach zu viel. Gestern am Abend habe ich mich köstlich amüsiert bei Evo im Stream. Unglaublich. Und heute geht's gleich weiter. So. Hallöchen Mia, bitte vergesst nicht zu trinken. Prost. Und ich weiß, dass man live anders schreibt. Ja, ja. Live, love, love oder sowas. Dann ist es ein Deadstream. Dead Mount Deathplay oder was? Muss weiterlesen. Ah. Jetzt verschlucke ich mich auch noch. So, aber ich habe was getrunken. So, ich stelle mal kurz meine Quelle um. Theoretisch sollte dann alles sichtbar sein. Oh, schaut mal da, da ist ein Video zu sehen. Perfekt. Ich werde mal einfach ab dingseln, damit wir ein bisschen was an Musik im Hintergrund haben zumindest. Wenn die Musik zu penetrant laut sein sollte, dann bitte melden. Ansonsten einfach Daumen hoch oder sowas geben. Falls ihr kein Daumen hoch Emote habt, dann irgendein anderes. Oder einfach sagen, passt so.
Obwohl Daumen hoch, hoch könnte man missinterpretieren, dass es heißt, lauter machen. Evo sagt der Ball Daumen hoch. Okay. Ich finde es ein bisschen laut für meine Verhältnisse, aber vielleicht waren auch einfach nur meine Boxen laut eingestellt. Ja, wir legen gleich los mit dem 1.6 Livestream. Ich bin super gespannt. Erstens, weil tolle Charaktere vorkommen. Ich habe ja... Argenti hat mich zwar mein letztes Hemd gekostet, sozusagen, aber ich plane dennoch in 1.6 mir Ruin Mei und Ratio zu holen. Ich werde das schon schaffen. Augen zu und durch. Und dann bin ich gespannt, was es sonst an News gibt, Events gibt. Schauen wir mal. Ich bin ja jetzt noch nicht mit den Events von 1.5 durch. Und wie die Story weitergeht. Und es, anscheinend ist dieser Livestream sehr mysteriös, weil als ich nach Hause gekommen bin, Evo hat ganz mysteriös getan. Und auf einmal habe ich 10.000 Nachrichten auf Discord. Und alle sagen so, ja, freu dich auf den Livestream, freu dich auf den Livestream. Und ich so, what? Das war irgendwie weird. Aber ich freue mich drauf. So, jetzt begrüßen wir nochmal die zuletzt eingetroffenen Personen, die da wären. Heshi, hallo! Und, okay, das war's auch schon. Ah, Valoris, hallöchen, willkommen! Ich lese nochmal durch, was ihr sonst noch so geschrieben habt. Der Deadstream. Ich habe schon mal brav die Codes angepinnt, habe ich gesehen. Vielen Dank. Also, wer die nicht sieht, bekommt Ärger. Dann greift Heshi durch. Also sie sind auf jeden Fall oben angepinnt und sie werden jetzt nochmal live gezeigt und wir können ja auch pausieren, da das ein Deadstream ist und kein Livestream ist. Und yes, ja. Cuties, Cutie Mia. Manche tragen nicht mal ein Hemd. Nee, ich habe auch kein Hemd an. Ich habe nur ein Kleid an und einen Pulli. Ich hoffe, das reicht. Ich habe ihn direkt mit Einzelpull bekommen. Ja, andere Leute schaffen das. Raffi hat auch 10.000 Earlys in Starrill. Es gibt viele Leute, die Double Five Stars bekommen haben. Ich habe sehr viel Pech in Starrill, was das betrifft. Aber bis jetzt habe ich so ziemlich alles bekommen, was ich haben wollte. Zumindest alles, was ich wirklich dringendst haben wollte, habe ich bekommen. Plus Topas. Über die ich dann auch sehr, sehr glücklich war, weil ehrlich gesagt war ich dann sehr, 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 sehr glücklich. Und okay, ein klein wenig leiser sage ich doch, dass es sicher laut ist. So, dankeschön. Ja, wo waren wir gerade? Ah ja, Tobi ist auch noch dazwischen. Miwau, hallöchen Tobi. Bist irgendwie untergegangen zwischen den leuchtenden Farben. Ja, ich hatte noch nicht so viel Glück in Starrill. So, einen guten Tag, werte Kira und Chat. Herzlich willkommen, Valoris. Und hallöchen, Duo. Willkommen, Brustwassermarsch. Ich nur so tipp Cäsar. Also entweder wir bekommen einen Hund als Tierchen oder es hat was mit Dr. Ratio zu tun. Aber der kommt so oder so, also habe ich es noch nicht so ganz verstanden. Ich weiß was, warum, obwohl ich nicht den Stream geschaut habe. Heshi, ich freue mich auch. Okay, das höre ich. Okay, wenn Tobi sich freut, dann gibt es irgendwas mit Fushuan. Oder sie zeigen Archeron her, oder wie sie heißt. Archeron, keine Ahnung. Archeron, ich weiß es nicht. Die eine da. Die reiten. Hallöchen Bauer, willkommen, Tag. Ich weiß noch nichts, bitte nicht spoilern. Nee, wer spoilert, den kicke ich gleich. Hat mir das letzte Mal schon gereicht mit den Genshin-Spoilern da. Kleid und Pulli-Kombi, ja. Ein ganz normales Kleid an und darüber habe ich ein Pulli an, weil nur ein Kleid ohne Ärmel ist nur so ein Trägerkleid. Manchmal trage ich, also normalerweise trage ich Rock und Oberteil, aber manchmal mache ich es mir einfach, anstatt zwei Oberteile und einen Rock und einen Pulli zu tragen, trage ich einfach ein Kleid mit einem Pulli drüber. Macht ja keinen Unterschied. Es sieht so aus, als würde ich einen Rock tragen, nur dass ich nicht extra noch ein Oberteil anhabe. Ja. Wenn ich davon was im Chat lese, dann lösche ich das. Perfekt, danke. Oh, es geht schon los. Warte, 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 warte. Wir haben noch gar nicht fertig geredet. Hallöchen, Temi, willkommen. Danke für den... Gut, dass wir gerade angehalten haben. Willkommen und danke für den Raid. Ich habe für Heshi einen Lichtkegel als Bild. Okay, für Heshi? Eigentlich müsste ich mich selber auch schon löschen. Okay.
Selbstlöschung hier. Temi, wie geht's dir? Was habt ihr heute Schönes gemacht? Willkommen, willkommen, meine Lieben. Und willkommen auch an die lieben Raider. Ihr kommt gerade richtig, weil wir schauen uns dann gleich den Starrail-Livestream an. Ich muss mich auch noch kleiner machen. Ich bin noch riesig, Leute. Genshin Impact habt ihr gemacht. Hallihallo, ich bring dir nette Menschen. Yay, willkommen, meine lieben Menschen. Willkommen, willkommen. Und Hallöchen, Kölner Tobias, danke für das Abo auf jeden Fall. Voll lieb. 10 Monate schon. Unglaublich. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Danke, danke, danke. Wer ist denn jetzt Hasi schon wieder? Ich glaube, es sollte Heschi heißen. Hasi. Wir nennen Heschi jetzt Hasi, das ist verwirrend. Ah. Ich habe die Narzissenkreuz-Quest in Fontaine fertig gespielt. Oh, Gratulation, das habe ich auch jetzt. Das diese Woche fertig gemacht? Diese Woche war das, gell? Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr, Leute. Es ist ganz schlimm. Gerade so vor Weihnachten, da weiß ich nicht mehr, was für ein Tag ist. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, heute ist Montag und ich habe noch die ganze Arbeitswoche vor mir. Uff. Nein, aber habe ich die Woche fertig gemacht. Auch. Cool. Gratulation. Und wie hat es dir gefallen? Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. So. Werden wir jetzt alle danach sterben? Nach was? Nach dem gelöscht werden von Heschi oder nach dem Livestream oder nach dem Deadstream? Meine von einem Ara für Heschi. Okay. Und, ah, ich freue mich so. Der Dr. Ratio Lichtkegel. Okay. Werden wir dann sehen, oder? Spoiler-Stream wird toll sein. Okay. Ist das eine allgemeine Quest oder Event-Quest mit der Narzissen-Quest? Das ist allgemein ein Welt-Quest. Das kannst du jederzeit machen. Du musst halt nur, es hat halt sehr, sehr viele Unterquests und Parts, die man vorher machen muss, bevor man zum Ende kommt. Puh, war ganz schön viel Zeit. Aber es war sehr interessant. Da ich alles vorgelesen habe, schwirrt mir der Kopf. Oh mein Gott, das kann ich mir vorstellen, wenn man alles vorliest. Uff, na dann, Hut ab auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, genieß jetzt auf jeden Fall den Stream-Feierabend, wenn du das kannst. Und ja, aber ich hole jetzt meine Zwerge ab. Passt. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Nachmittag und Abend, noch ein gutes Wochenende dann und viel Spaß mit deinen Kindern. Und danke auf jeden Fall nochmal für den Raid. Mal lieber an. Ja, wenn ich rede, kann ich nicht anfangen. Eins nach dem anderen, Leute. Eile mit Weile. Manche Leute machen eine Stunde Just Chatting, bevor sie überhaupt irgendwas machen. Habe ich gehört. Ups. So, ich werde mich dazu Albert in die Ecke drängen, glaube ich, da hinten, oder? Ich bin neben Albert, dann sieht man die Chibis auf der anderen Seite noch. So. Zack. This program is brought to you by the Inter-Astral Peace Corporation. Okay. Sponsored by Tobas. Kann langsam nicht mehr spoilerfrei sein, Kira. Ach, ich freue mich so. Okay, legen wir los. Auf geht's. Den Three ersten junior Timeout des society Tages. members at the same time? Well, I knew this interview was a bad idea. Mr. Scrotum, member Oh mein Gott, der 76, Chibi Scrotum ist sophisticated süß. mechanical aristocrat and renowned leader. Not to mention the savior of inorganic Mein Gott, ist life der throughout the knuffig. universe. He's as sharp as they come. He recognized my brilliance in an instant. Now, if I can just get him to recommend me. And his astonishing wisdom in the field of broadcasting has been duly recognized by Noos themselves. Ergo, the Genius Society hereby confers upon Mr. Albert the title of Member 85. Member 81, Ron May. She seemed like a kind and elegant person in the simulated universe. A little distant, though, but what if I ask a bad question? Oh, sie ist so süß. Oh, ich liebe die Chibis so. Albert asks bad questions. This little bird has an active imagination. Ugh. Quit daydreaming! Madame Hoda! The program is about to start! What are you waiting for? A trailer or something? I thought,
member 4, Polka Kakamon, had gotten rid of most of the society members. Polka? I didn't have a lot of hope for this. Oh, look who's here. Buzz. Es gibt, was sind das für Tierchen? Das sind keine Cäsarhunde. Class 1, clearance zone. Permission status. Madame Monde. There's much you don't know about the space station. It's crucial to mask your expression until you've ascertained. Sie ist schon hübsch. If not, you'll be full of weaknesses that others can see through. Das Kätzchen? Ein Katzenhäuschen? Was ist das andere? Ein Pompompuri? You look troubled. A portrait of internal turmoil. Okay. For yourself. Mit dem Buch. Of the starry skies have abandoned the world. Only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction. Ah, stop. No matter the distance, annihilation will find you. Ehrlich gesagt, ich freue mich ein bisschen auf Hertha Space Station Content. Ah, die Finger sind gruselig. Oh, der erste Code, der erste Code. Er ist oben angepinnt. Ich hoffe, ihr verzeiht, dass ich jetzt nicht zur Seite gehe. Oh, das Bild ist aber cool. Oh mein Gott, das ist so hübsch. Oh. So, ich lese ganz kurz. Perfekte Zeit, um kurz zu lesen. Ich wünsche euch einen wundervollen Stream und viel Spaß. Danke dir, Temi, falls du noch da bist. Vielen Dank für den Raid und dir noch einen wunderschönen Tag. Bin gespannt, was du am Ende sagst. Hallöchen, Ulbricht, willkommen. Ein Pet-System? Ja, irgendwelche Tierchen waren da. Katzen und irgendwelche Bärchen oder irgend sowas? Mathe, mein Lieblingsfach. Er ist so nice. Ist Mathe wirklich dein Lieblingsfach? Englisch wird es wahrscheinlich nicht sein, nehme ich mal an. Würde dann wohl für sie pullen. Auf geht's! Day night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. And if you didn't know already, I'm Albert, your favorite fellow announcer. Welcome to the version 1.6 Crown of the Mundane and Divine special program. On today's Hallöchen, program, Albert. We're bringing together three intellectual heavyweights. Oh my god, Scrooge sieht so lustig aus, ein Chibi. Why don't you introduce yourselves? Entschuldigung. Care to kick us off? Yeah, whatever. Herta here. Whatever. Madam Herta. Like we said, remember? Enthusiasm. Seriously? Fine. Ah, oh, wenn's sein muss. Now we're talking. Kuru. And let's not forget the new face on the block, Madam Ron May. Woo! Hello, dear viewers. I'm Ran May. I suppose that makes it my turn. Greetings, viewers. I am Skrullum. It's a pleasure to meet you. Skrullum kann Emojis machen. I never thought I'd be interviewing all three of you at the same time. I guess the great news must have finally recognized my potential. Wenn es da nicht ein neues Simulated Universe Event gibt, dann weiß ich auch nicht. This is a scheduled space station visit. Lucky for you, we had time for a show. Or, to put it another way, participating in your program was a way of maximizing the utility of our itinerary. Two birds, one stone. Thank you. Anyhow, we saw from the trailer that the story is making a return to Herta Space Station. Intelligence available for release in the case the following. Madam Ron May has commandeered one of the space station zones. Okay, das sind irgendwelche Pokémon-Säcke. I like to avoid attracting too much attention with my experiments. And the station had a sealed-off area available.
Herta was kind enough to lend it to me. Big enough to spread across three levels. This area is a brand new domain waiting for us in version 1.6. Okay, neues Gebiet auf der Space Station. Due to the secrecy surrounding the zone, there's currently not a soul to be found across the whole domain. Rebuttal. Okay. Your assertion excludes the existence of inorganic life operating in the area. Naturally, as I was saying, the story is set to unfold in this new domain. Wait, so you still need the seclusion zone, Ronmei? I do. My research has encountered a few anomalies. Oh, Anomalien. I was hoping the Trailblazer could Hallöchen, do me a small willkommen. Favor? Small? Yeah, I'm not sure about the second one, but this is a golden age for biological science. No problem too big or too small, right? In version 1.6 is brand new Trailblazer continuance, crown of the mundane and divine. Trailblazers will encounter Madame Ronmei for the first time. Yay, zumindest in echt. In Simulated Universe sind wir ja schon begegnet. For example? One such headache is the result of the little life forms that Ronmei has been cultivating. Hey, aber mir ist gerade aufgefallen, Luan May hat zumindest einen Bauchnabel. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. The space station is hiding more secrets than you might have thought. Various crises bubbling to the surface. Zumindest in dem Artwork da. Prey to an ambush and a new provocation that the geniuses must face up to. Nothing a small favor can't fix, right? We got the three geniuses here. What could go wrong? In Mr. Albert's previous broadcasts, the adoption of a light-hearted tone usually indicates the presence of a formidable challenge. My beak is sealed. This is a top secret experiment. But trust me, when I say that the adventure ahead is a journey into both the power and wonder of biological science. And what better way to prepare our trailblazers than by introducing the one and only Madame Ronmei? Uiuiuiui, jetzt haben wir ihre Skills. So, wollen wir mal eine kurze Pause machen? So. Yep. Ich glaube, diese runden Katzenhaus-Dinger sollen Katzen sein. Ja, aber es sieht aus wie Katzen, die in einem Katzenhäuschen drin sind und aus dem Katzenhaus rausschauen. Aber da sie sich mit den Katzen bewegen können und von der Seite sahen die eher aus so wie Pudding-Dinger. Vielleicht sind es Pudding-Katzen. Interastrale, interstellare Pudding-Katzenhäuser. Mathe, Physik, Bio und Chemie sind keine Lieblingsfächer oder deine Lieblingsfächer? Da steht keine, gell? Hm. Eule, bester Charakter. Er ist cool. Warte, ich glaube, ich muss noch einmal ganz... Ich glaube, ich musste nochmal nachkalibrieren. So, bin gleich wieder da. Zack. So. Ja, hallöchen, Chili-Churl auf jeden Fall. Willkommen, willkommen. Happy Weekend allerseits. Yes, dieses Mal habe ich auch ein ganzes Wochenende frei. Oh, und bald Urlaub, ich freue mich schon. Ich will so gerne die Artefakte leveln in Star Rail. Die Artefakte leveln wahrscheinlich in Star Rail, aber es sind alles so grün, blauer Crap. Das lohnt sich doch null. Ehrlich gesagt, am Anfang habe ich die schon gelevelt. Aber dann habe ich versucht, sie nach und nach durch lila und gold zu ersetzen. Ehrlich gesagt, viele meiner Charaktere tragen teilweise noch lila Relikte, weil ich noch nichts Besseres gefunden habe, ehrlich gesagt. Aber ich arbeite dran. Jeden Tag ein bisschen. Es ist schwer. Es ist extrem schwer, habe ich das Gefühl, da was Gutes zu bekommen. Bruchnabel sind Propaganda? Inwiefern? Ist das irgendein Meme oder irgend sowas? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so. Oder meinst du, die sind nicht echt? Heschi macht Propaganda für Bauchnabel? Nabel, Nebel? Was ist denn das Plural von Nabel? Nabel, oder? Nebel? Schnabel, Schnebel, Nabel?
Da man nur einen hat, verwendet man das meistens nicht im Plural. Egal, lassen wir es einfach dabei. Meine, okay. Sind meine Lieblingsfächer. Okay, gut, das macht mehr Sinn. Das ist doch eh gut. Schau, es alles in der gleichen Ecke. Muss sich dann halt irgendwann drauf spezialisieren, Tobi, wenn es geht. Hab ja noch nicht mal eine, was? Bini oder so, wo man welche farmen kann. Was? Oh nein, King ist da. Willkommen. Schickt die beiden Emotes an Heshi und geht dann in den Lurk. Hallöchen, King, trotzdem. Okay. Cool, ich freue mich auf jeden Fall auf Hertha Space Station, weil es hat mir eigentlich... Es war für ein Science-Fiction-Abenteuer, was am meisten Science-Fiction war, wenn das irgendwie Sinn macht. Ja. Eigentlich fand ich die Space Station sehr, sehr cool. Die letzten Male ist man halt nur noch hingegangen, immer für Simulated Universe. Aber wenn da Story ist, ist das schon cool. So. Schon wieder langsam ist es ekelhaft. Ja, wenn King sich nicht benimmt, dann müssen wir zu anderen Mitteln greifen. So, machen wir weiter. Aber ich würde es nicht so ernst nehmen, Heshi. Weißt du, er macht das nur, weil er genau weiß, dass du so drauf reagierst. Deswegen am besten ignorieren. Aber wenn es zu viel wird, dann... Aber jetzt schauen wir uns mal Ruan Mei an. Die stickt da erstmal in Ruhe. Voll toll. Mit der Gitarre da. Weiß nicht, wie das Instrument jetzt genau heißt. Voll hübsch. Mit den türkisen Strähnchen in den Haaren. Sie ist wie ich. Madame Ruan Mei is an ice-type character following the path of harmony and ice. Member 81 of the Genius Society. From the very beginning, her research has focused on biological science. That's right. Biological science is a boundless field. I rarely have time for leisure. And despite being one of the founders of the simulated universe, I seldom step up to the plate. Madame Ruan Mei, I was curious. Is there a story behind your name? My name? My parents organized themselves into a flat hierarchical structure. My name is simply the combination of their surnames. Fascinating! What a spellbinding tradition. I believe you may okay. be laying it on a little thick, Mr. Albert. Are you hoping for something in return? Who wouldn't hope for a blessing from Madame Ruan Mei? Trailblazers agree with me. Then let me remind you that a genius's blessing isn't always a result of generosity or kindness. Deine Schwester. Vielleicht meine ältere Schwester. Aren't you supposed to be intelligent? You tell me. Many individuals have a hidden side. Ergo, Trailblazer's encounter with Ruan Mei may hold surprises. Spoiler atomic lock! I think it's time we took a look at what this elegant scholar can do on the battlefield, don't you? My basic attack, Threading Fragrance, deals ice damage to Klong. A single target. While my skill, String Sing Slow Swirls, muss man dann während des Kampfes muss man dann so Music Game There's machen oder wie? Rhythmus Game. Petals to stream, repose and dream, which creates a field. Only the most beautiful field I've ever seen. So hübsch. A work of art, madam. Within the field, allies experience an all-type resistance penetration increase. And when breaking an enemy's weakness, they afflict them with a mark. This mark is triggered on the enemy's next action, prolonging their weakness break state, delaying their action, and inflicting them with additional ice damage. You have a knack for exploiting an enemy's weakness, Ruan Mei. I'll say, and we didn't even mention her technique, Silken Serenade, which allows the team to automatically trigger an effect equivalent to her skill at the start of the next battle. In the okay. simulated universe, gleich aufgepasst, was der Skill jetzt macht. War so fasziniert. The simulated universe enemy, the battle is entered as if the enemy's weakness was attacked. The attack ignores weakness types and can deplete the toughness of all enemies. Breaking a weakness can trigger the weakness break effect that corresponds to the attacker's own type. Banjo. Who's Kazooie? In the simulated universe, for every blessing possessed, the toughness reducing damage of the current attack is increased. An extra additional ice damage is dealt.
Okay. Sounds to me like you have an interest in testing the simulated. Da ist Fu im Team. Wer? Trailblazers get to know Ron May. Another scholar with connections to the Gene Society will be appearing in this Trailblaze Continuance. Oh, I assume you're referring to the gentleman with the alabaster head. Classic Mr. Scrollum. Able to see the gentleman behind the mask. Gentleman, my foot. Herta, ja, da wieder. You're being a little harsh. Sounds like you two are well acquainted. Hätte May noch einen Laborkittel über das Kleid angezogen. Kann man machen. Klong einfach mit dem Buch. Warte mal, das hat nur zwei Seiten, das Buch? Die Vorder- und die Rückseite? Ich hoffe, er liest daran nicht so lange, wie Al Haytham an seinem Buch gelesen hat. Veritas Ratio, or Dr. Ratio, as he's known, is an imaginary type character following the path Veritas of the ist sein Vorname? He belongs to a different noose-worshipping organization, the Intelligentsia Guild. Which is why I can't stand the sight of him. The Genius Society consists of vanguards from various fields who act in isolation. In contrast, the Intelligentsia Guild advocates for the dissemination of knowledge, allowing for a broad church of followers of Noose who work towards furthering this end. Question. Does the current universe derive greater benefit from the unparalleled talents of the Genius Society or the mutual learnings of the Intelligentsia Guild? You sure you want to go there? Let's not. Is that why Dr. Ratio joined the Intelligentsia Guild? A devotion to science, a desire to share scientific knowledge? Exactly! Dr. Ratio presides over a total of 52 academic programs. And yells at people until they burst into tears. Strict teachers make for good students. And any student who makes it to the end of a program will be an expert scholar in their respective field. Na dann lohnt es sich doch. Wreck. Ignorance is an ailment, the expungement of which only our Dr. Ratio can achieve, and which entails necessary hardship. By which you mean the destruction of any and all self-esteem. Immer alle Schüler fertig machen, bis sie heulen. Beyond their borders and step into the future. I feel like we might accidentally be discussing. Perhaps I should intervene. Dr. Ratio's desire to cure ignorance with truth is well known. It's time for us to assess his prowess on the battlefield. Ooh. During his basic attack, mind is might, Dr. Ratio brandishes his codex, dealing imaginary damage to a single target. Question, why does he carry a codex with him? Intellectuals enjoy persuading others with quotes. I think Dr. Ratio takes that to mean hitting people with them directly. Dr. Ratio's skill einmal mit dem Buch überziehen. Deals imaginary damage to a single target. Oh mein Gott, das wäre auch was für Haytham. Ergo sum may trigger him to launch a follow-up attack after using his skill. As a rigorous academic researcher, Dr. Ratio pays close attention to his enemy's debuffs during battle. The more debuffs the enemy has, the higher the chance of him launching a follow-up attack. Okay. And let's not forget his ultimate three-step paradox. The good doctor summons a leaning tower and through a series of precise calculations and measurements, plus a trajectory of maximum pain. The target enemy suffers imaginary damage and is afflicted with wise man's folly. When a target with wise man's folly is attacked by an ally of Dr. Ratio, he launches his talents follow-up attack against the target. Okay, er macht also auch viele Follow-up. Das ist vielleicht nicht so schlecht, dass ich Topas habe. And taunts nearby enemies. When attacking an enemy within the dimension to enter battle, there's a chance of reducing the target's speed. It would appear those five statues are made in his own image. Dr. Ratio suffers from a certain degree. Eine Freiheitsstatue oder was? Also in version 1.6, Trailblazers will finally be running into an old friend. The elder of two siblings, very different from the other. Kurze Pause. Ja, aber ein Laborkittel hätte man machen können. Die Frage ist,
Ja, warum nicht? Hätte sicher auch gepasst. Joel Hoyo mal wieder voll mit Ideen gewesen. Das Instrument, was Roland May da wohl bei sich hat, ist eine Duen. Okay. Hm. Praktisch. Gut zu wissen. Danke, Heshi. Dann wäre das Design unique und würde mehr passen zu ihrer Story. Hm. Kann man nichts machen. Jetzt kann man nichts mehr ändern. Traditional Chinese Plucked String Instrument. Kling. Jetzt komme ich nur aus einer anderen Zeitlinie und älter. Was? Wie kommt Tobi jetzt darauf? Tobi, wie kommst du jetzt darauf? Warum erinnert mich der Typ an Scaramouche nur ohne Hut? An Scaramouche? Wo das denn? Überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht wegen den Farben am ehesten? Warum ist Rule Maze VA eigentlich die ganze Zeit so am Rumstehen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe mich auf den Inhalt konzentriert, nicht wie es rübergetragen wurde. Oh, ist ja schlimm. Okay, ich werde in Zukunft drauf achten. Wissen einprügeln, genau das. Tisch. Oh, Hallöchen reiten, willkommen. Lol, moin. Willkommen, willkommen. Das ist eine blauhaarige Al-Haytham und Caesar-Kombi voll, oder? Blau-lila, ja, irgendwie so dazwischen. Ich habe mir auch eher gedacht von den Bildern, dass er ja blauhaarig ist, aber hier sieht es eher lila aus. So ein Ultraviolett am ehesten. Nennen wir es Ultraviolett. Machen wir weiter. Let's go. Bevor der nächste Tobi aus einer anderen Zeitlinie auch noch kommt und wir dann nachher 5 Tobis hier haben aus 10 verschiedenen Zeitlinien. Aber er ist cool. Ah. Was? Shui Yi is a quantum type character following the path of destruction. Destruction. Whose original body was replaced long ago with a permanent puppet system. The system was constructed for Shui Yi on behalf of the Ten Lords Commission. The commission agreed that for every culprit Shui Yi apprehended, she would be rewarded with a half day's wake span. Yeah. A reasonable arrangement. Better than my one. Like her sister Hanya, Shui Yi is a formidable presence on the battlefield. Shui Yi's basic attack, Mara Sunder All, can deal quantum damage to a target enemy. Her skill, Iniquity Obliteration, hat sie jetzt zwei Messer? Can deal quantum damage to dual a single wield? Target and adjacent enemies. And as a judge of the Ten Lords Commission, Shui Yi's talent is a little out of the ordinary. When Shui Yi and an ally deal damage to an enemy's toughness, stacks of karma are accumulated. So she's good at trying criminals? The best! When karma stacks to the upper limit, Shui Yi immediately launches a follow-up attack on the target enemy, dealing quantum damage. Her ultimate, Divine Castigation, can deal quantum damage to a single target and toughness depletion that ignores weakness types. The more toughness depleted, the greater the damage. Breaking weaknesses irrespective of type. These Xianzhou natives are cold-blooded. When Shui Yi uses her technique, Summary Interessant. Execution, to attack an enemy and enter battle, she deals quantum damage to all enemies. Yes, sir. Okay. It's time. We talked about... Was, und bringt dann noch Evo-Waschbären mit? Was aus den anderen alternativen Universen, oder was? Ein Tobi ist schon schlimm, aber 5? What? Stell dir vor, und alle schwärmen gleichzeitig von bestimmten Charakteren. Ah, Shui. Ihre Ult gefällt mir. Sieht sehr, sehr cool aus. Apropos Shui, ich muss mehr Destruction-Items farmen. Ja klar, Kira. Puschel-Kuschel-Waschbären. Habt ihr im Discord schon den Waschbären gesehen, den ich für Evo gemalt habe? Den Derpy-Waschbären. Das war übrigens eine 20-Minuten-Zeichnung. Ich wollte es nur anmerken. Die habe ich
Habe ich zwischendurch aus dem Ärmel geschüttelt irgendwie so. Ich wollte das schon die ganze Zeit machen irgendwie und Evo war so, oh, ich wünsche mir so gerne neue Emotes. Und ich so, ach, ich wollte dir schon immer so ein Derpy-Waschbären zeichnen, habe ich das ganz schnell vorhin gemacht. So. Und dann war ich voll begeistert davon wieder geworden. Ich habe eigentlich das ziemlich aus dem Kopf gezeichnet. So ohne Inspirationen und so. Ich habe keine Ahnung, ob Waschbären wirklich so aussehen. Keine Ahnung. Ich habe den einfach so runtergezeichnet. So wie ich mir einen Evo-Waschbären vorstelle, wenn er in Waschbärenform ist. Ja. Ich finde es übrigens lustig, wie Olbert das ausspricht. Das hört irgendwie, hat sich die ganze Zeit irgendwie wie Shui-I angehört. Aber vielleicht spreche ich es auch falsch aus. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, eine Kollegin von mir heißt Schühe. Also wie Schnee halt. Genauso wie das Zeichen halt ist. Und ich nenne sie schon seit 9 Jahren so. Also entweder ich sage oder wir alle sagen den Namen die ganze Zeit falsch und es wird wirklich Shui ausgesprochen, aber ich glaube eher nicht. Ansonsten möchte ich mich hiermit herzlich entschuldigen. Ups. Na, ich werde es nicht ändern. Das erste Mal, als Albert Shui gesagt hat, habe ich ungelogen Shui. Ja, sag doch die ganze Zeit Shui, oder? Er hat Shui gesagt. Und ich die ganze Zeit so irgendwie so cringe. Warum sagt er Shui? Aber ja. So ist es bei mir auch angekommen. Shui. Ja, aber meine Kollegin. Ich nenne sie Shui. Ich hatte auch mal eine andere Kollegin, die zufällig I heißt, also Y-I, und sie hieß einfach nur I. Deswegen es ist praktisch, wenn man so viele chinesische Kollegen hat. Ein bisschen was habe ich mir. Ich werde mir das nochmal genau vorlesen lassen demnächst. Na, Shi. Wei, was ist Wei? Shui. Okay, mach mal weiter. Shui. Shui. Keine Ahnung. Okay, halt. So. Nun Mei kommt auf jeden Fall mit Shui und March und Qing Yun. Ey, Macarena. Oh. The four-star character Shui Yi will be joining version 1.6's first phase character warp. Oh, it's Bandage Guy. Nein, ich wollte doch Blades Lightcon haben. Mit Su Shang, Natasha und Hook, die brauche aber nicht. Und Kafka. No. Lightcons. 1.6's first phase Lightcone event warp. The drop rate of the 5-star Lightcone, my past self. Der ist aber hübsch. Will be boosted. And in the Bicone Reminiscence Lightcone Blady. The drop rate of the 5-star Lightcone, the unreachable side. Vielleicht habe ich ja Glück und mache ein Early. Version 1.6's second phase. Halt, was ist das? 5-star Lightcone, the baptism of. Was ist das? Was? Hey, Macarena. Hallöchen, Seele, willkommen. Was? Sonst kommt noch einer und klippt. Klippt was? Bandage Guy? Meinst du Blady? Help me. Help me? Inwiefern sollen wir dir helfen, Seele? Was ist los? Wenn das so weitergeht, kommt bald Fu. Ja, irgendwie fehlen da ein paar Charaktere dazwischen, oder? Was ist mit Jing Yuan? Haben sie den komplett vergessen? Wir haben alle übersprungen. Jing Yuan übersprungen, Luo Cha übersprungen. Oh, die ganzen Husbandos braucht keiner. Aber Blady immerhin. Oh, Seele demnächst so tick, tick, tick. Was ist das für ein Lightcone, bitte? Ein sexy Lightcone. Kann er gar nicht hinschauen, auf den Chat schauen. Das ist ja. Quietsche-Entchen. Quietsche-Entchen, nur mit dir. Was? Damn, that's some hot guy? Das aus Seeles Mund? Hallo? Das wird ein Monster-Patch. Hallöchen, Maulwurf.
Ja, Kafka Rerun, Black Swan und Sparkle. Ne, die kommen erst in 1.7. Black Swan und Sparkle. Jinghu? Jing Yuan. Du weißt doch, der mit Mimi. Der mit dem Thunderclapping, Lightning Wielding. Bla bla bla. Oder keine Ahnung. Ich vergesse das immer. Oh, vom Doktor. Irgendwie interessiert mich aktuell keiner der neuen Charaktere nicht. Wenn du das siehst, hast du nicht Lust, sofort loszupolen? Lutscher? Was? Ach, Mimi und Anhang. Beim Besten war sie noch nicht. Freu dich schon mal. Warum sagen das alle? Ich mach mir langsam Sorgen. Okay, der Lightcone ist schon sexy, wenn ich das ehrlich sagen muss. Was kann der? Keine Ahnung, das Bild ist cool. Bathing relaxes both the body and the mind. Es ist zu viel nackte Haut für mich, ich muss wegschauen. Of both the universe and philosophy. Check out the yellow ducky. And finally, in the aforementioned bygone reminiscence light cone of Van Warp, the drop rate of so, jetzt kann ich wieder hinschauen. Puh. Patience is all you need will also be boosted. Lightcones, it's stimmt, Kafka hatte ja schon ihren Badewannen-Lightcone. It's time for some mental recuperation. Stay tuned for more updates. Updates. Code Nummer 2. Okay. Na, Hossa. Ich will das Bild als Wallpaper haben. Falls ihr das irgendwo findet in einer guten Auflösung und guten Qualität ohne Schrift, dann bitte, bitte mir zukommen lassen, okay? Hi. Ah, was ist mit Raffi los? Lightning Wielding, Thunder Clapping, Spirit Squashing Lord, genau der. Was, Raffi Ruhe, sonst Timeout? Was für Ruhe. Ich glaube, es geht nur um Spoiler. Aber ansonsten darfst du eh reden. So bin ich rosa. Wo bist du rosa? Du bist rot, knallrot bei mir. Ist ganz schön heiß hier. Oh yeah, ziemlich hot. Was, Kafka oder Ratio? Ein Badeende mit Buch in der Wanne. Ich stelle mir jetzt gerade vor, Dr. Ratio und Elhatham treffen sich zufällig in einem Onsen und lesen dann beide während des Badens. Now that we've introduced our new characters, it's time to delve deeper into version 1.6. 1.6. Something that's about to make a big splash on the space station. Der Lightcone. Oh Gott, Käfer. Oh mein Gott, Simulated Universe Käfer. Noch mehr Käfer. Puh. Ah, die Musik. Okay, Musik vorbei. I can see how that would make a big splash. Do I recall someone mentioning accidents on the space station? In the process of clone cultivation. Madame Ron May did encounter a certain anomaly. Wie, sie hat Käfer geklont? Of a swarm king prototype and fierce swarm disaster entity. Ich hab noch nicht mal das normale Swarm Disaster fertig. Bitte warte. Scarecabass. Schau, jetzt kommt Scaramouche. Scaracabass. And it looks like a lively one. There's that light-hearted tone again. Uh-oh. Ergo, we're screwed. Screwed. Fool me once, shame on you. Fool me twice, I kick your butt. Don't panic. Madame Ron May has shared with us one of her research papers. Star Crusher Swarm King Scarecabaz. Analysis of asexual propagation performance induced by specific gene sequences. Let's start with the abstract and keywords, shall we? Ugh, get to the point! Leave it to me. Star Crusher Swarm King Scarecabaz possesses immense propagative capabilities. When in its multiply state, the Swarm King produces more of its own kind with every attack it sustains. Uh-oh. Wait, every attack? So the Swarm just keeps multiplying the more we fight it? Somebody's getting fired. However, uh-oh. This multiply state is also when the Swarm King is okay, das ist jetzt der Moment, wo ich denke, dass es ziemlich gut war, dass ich Argenti gepult habe. Kann das sein? That's right. As highlighted in the paper's conclusion, maintain your focus on the Swarm King's toughness. Time the weakness break just right. Oh, was haben die denn? Und sie sind physical. Yes. Furthermore,
After completing the 1.6 Trailblaze continuous mission, Echo of War, Borehole Planet's old crater, will become available. Complete this challenge to obtain the advanced trace level up material, past evils of the Borehole Planet disaster. Are all biological entities in this location characterized by aggression? Affirmation, it is reasonable to conduct such experiments within a sealed-off area. They're not! There are some sweet and lovable characters too. Oh. In a bid to boost the space station's research developments. Also, wir machen ganz kurz, bevor wir uns die Kätzchen anschauen. Okay, bei mir wird rosa angezeigt. Bei mir bist du rot wie immer, Raffi. Na, da tendiere ich doch lieber zu Kafka und May. Das verstehe ich aus deiner Sicht. Kira will eine Zugabe von der Musik? Die Musik ist schon gut, oder? Skarakabass! Jetzt bin ich auch rot. Du bist immer rot, Raffi. Dann diese Stimme. Welche Stimme? Yep. Aber Genty auch, wenn ich ihn nicht will. Wie, du willst ihn nicht? Warum hast du dann gepult? Oh, was hat denn Seele da gespammt? Na, servus. Die Katzen sind schon cute, voll süß. Die Stimme von May. Heshi hat sich vorhin erst über die Stimme von May beschwert. Weil sie so herumstöhnt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Stöhnen ist. Ich glaube nicht, dass er sich beschwert hat. Oder er hat es nur hervorgehoben? Keine Ahnung. Für mich hört es sich relativ neutral an. Ich weiß es nicht. So, jetzt schauen wir uns die Kätzchen da an. Schau doch mal, wie süß die sind. Ist das ein March-Kätzchen? Was ist das? Inche? Oder wäre es so türkis noch? Halt, das ist eine Mülltonne. Das ist ein Trailblazer-Kätzchen. Just have been assigned an important mission. Oh, wir kommen neue, eine neue Sprechblase. Blablablase. I'm counting on you, friends. There won't be any accidents or anomalies this time. Oh, Anomalien. Probably not. Look how adorable these guys are. In the Critter Pick scavenging event, Trailblazers can choose their nurturing goals according to the nurturing manual. They can learn cultivation specifics and successfully raise a variety of delightful little creatures. Seeing these little critters explore and frolic in the cabin is enough to put a smile on the face of every Trailblazer. Affirmative. It results in gratifying emotional and physical responses. Conclusion. A profoundly ingenious construct. Aside from the normal varieties, the cultivation process might even result in mutations and special breeds. And just between us, during the event, Trailblazers have the chance to transform into and experience what it's like to be Peppy. Hmm. Interesting. Da ist Caesar. Maybe I should add a transformation feature to the simulated universe. Speaking of the simulated universe, this update is a real game changer with significant new features. Version 1.6 will add another fresh update to the simulated universe with brand new DLC. Hilfe. Gold and Gears. Ron May played a major role in this update. Indeed. In Simulated Universe Golden Gears, Ron May has developed a simulated noose and frozen space-time just before the demise. Ich will die Kätzchen züchten, ich will alle haben. Emperor Rupert. Emperor Rupert was a computer that became self-aware and subsequently drew Noose's gaze, becoming the 27th member of the Genius Society. It proclaimed itself Emperor and initiated the widely known Machine Empire Crisis, the first Emperor's War. The war serves as an excellent historical source for eonic research. This latest update adds the path of erudition and daringly experiments with separating dice from paths. The dice come with 6 slots for equipping various dice face effects. By collecting Trailblaze, ich habe ja noch nicht mal Propagation unlocked. Dice face effects.
Schande über mich. Delve deeper into the challenges. They can acquire more powerful dice faces and unlock new ways to play. Trailblazers can swap out the faces on their dice, combining effects from multiple paths to create unprecedented, powerful buff combinations. For example, when using Kafka, even if the initial path selected is the Dihility, you can create diverse effects by strategically combining different dice faces. You can assemble a die that allows you to leap over tiles, or one that yields higher rewards in battles, or one that incorporates both effects. Clear golden gears and game. Neural impulse is all yours. Use it to unlock different talents and increase your combat gains. Okay, ein neuer Talentbaum. Ability tree found in the simulated universe. Get ready for a thrilling addition to version 1.6 of the simulated universe. Oh mein Gott, Hilfe. System. When moving across the simulated universe board, self-consciousness changes may be triggered, leading to diverse story paths. Oh mein Gott, ich muss irgendwann Simulated Universe weitermachen. Oh mein Gott, schaut mal, wie viele Untermenüs und das alles gibt. Oh, ich sterbe gerade da hinten. Oh. A new simulated universe to explore. Und wieder, ich habe noch nicht mal die anderen fertig. Mach mal das normale. Now that we've covered the major updates in the simulated universe, it's time to talk about a special invite. In version 1.6. So. Okay. Zack. Star Rail Regel in alle Banner pullen random bekommen. Mia, we are the same. Nur, dass alle außer mir relativ viel Glück haben. Okay, Moment, ich muss mal kurz Stream nachholen. Du bist noch nicht die ganze Zeit mit dabei, Seele? Denk doch mal an die jüngeren Zuschauer, Mensch. Welche jüngeren Zuschauer? Ist das Spiel nicht ja erst ab 12? Who cares? Die jungen Zuschauer bringen nicht das Geld. Das sind die, die viel Geld haben und erwachsen sind. Oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ruin May Gatze? Ah, das ist Ruin May gewesen. Ah. Jetzt, wo ihr es sagt, stimmt, macht mehr Sinn. Was zum Kick? Was? Die Blade-Katze mit den toten Augen. Ja, die hatte irgendwie tote Augen. Ich habe es an den Verbänden erkannt. Wir haben die ganzen Katzen auf Twitter gesehen. Okay. Was für Katzen auf Twitter? Es wird richtig peppig, oder? Wenn man als Peppy rumlaufen kann. Oh, das ist so genial, einfach als NPC zu spielen. Voll süß. Ich? Nee. Och, bei welcher Zeit vom Stream habe ich dir gezeigt? Finally! Was? Ich habe nur Stufe 1 bei Swarm gemacht. Junge, ich bin bis 3 gekommen. Und dann habe ich den Boss nicht mehr geschafft, glaube ich, von 4. Oder bin ich erst bei 3? Weiß es gar nicht so genau. Machen wir mal weiter. Oh, wartet. Es bimmelt gerade. Ich bin gleich wieder da. Schon wieder da. Das ging jetzt aber schnell. Der Amazon-Lieferant hat mir sogar ein schönes Wochenende gewünscht. Ja, das sieht man mal. So. Nicht so kompliziert. Wieso? Was? Wie geil? Was? Swarm war bei mir auch schon bis 3 geschafft, denke ich. Die Bimmelbahn ist da. Nein. Was? Sowas gibt's noch? Natürlich, die Straßenbahnen können alle bimmeln. Statt einer Hupe haben die doch so ein Bimmelgeräusch. Drrrrt, so penetrant. Uah. Hallöchen, Hallöchen Richards, willkommen und Wassermarsch, Prost. So. Oder meinst du, weil der Amazon-Lieferant mir ein schönes Wochenende gewünscht hat? Die wissen nur, dass ich Twitch-Streamer bin. Nee, ich meine den Lieferanten, der ein schönes Wochenende wünscht. Ja, der war ganz nett. Vielleicht, weil ich gleich aufgemacht habe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So.
Zack, weiter geht's. Trailblazers will receive an invitation from the Department of Ecology to participate in a special test. Ich will aber keinen Test. Department of Ecology? What's the mission this time? This test involves battling illusionary enemies that are conjured through scent triggers. Each distinct scent plugin yields different test outcomes. Trailblazers will start with a basic test and subsequently unlock despair mode. Despair mode? I hear Trailblazers are spare mode. Sind wir bei Danganronpa? I'm sure their noses can handle it. Don't be so sure. The difficulty curve isn't for the faint of heart. Which is why we'd like to remind all Trailblazers that the illusions created by these scents differ from regular enemies. Make sure you're well prepared before engaging in battle. Extra starke battles für die Whales. Plugins before commencing the simulated Jetzt geht's trial. Los. To attain varied bonuses in battle. That's right. Nicht nach Memory of Chaos schon so viel schwieriger geworden ist. And you might just encounter some familiar friends. What's this? A garlic flavored abundant ebon deer? Bitte was? That sounds delicious. Hey, snap out of it. Need I remind everyone? Knoblauchhirsch. This may be tempting, but it's crucial to exercise self-control. Version 1.6 will also see the return of the Planar Fissure and Realm of the Strange events. During these events, successfully challenging the simulated universe and cavern of corrosion will yield double rewards for a set number of times. Ah, doppelte Relics. Ich bin bereit. Vorher muss ich aufräumen. We ain't done with you yet. Remember Mr. Cien from the Cienjo Lafu? Noch mehr Events. Oh mein Gott, ich werde nicht hinterherkommen. That can blur truth with falsehood. It's you, isn't it? What? Slander! As I was saying, Trailblazers can strike up a conversation with Mr. Cien and his talking parrot to experience the brand new permanent challenge mode, Pure Fiction. Permanent challenge? You mean das like haben sie, glaube ich, schon damals beschrieben im Pure Fiction. Defeating an enemy will cause im Interview mit den Entwicklern, gell? And Trailblazers earn points every time they deal damage to or defeat an enemy. At the end of each battle, the highest score achieved in that challenge will be recorded. Okay, ich glaube, das sind die Momente, wo Argenti richtig cool wird. Und jetzt bin ich glücklich, dass ich ihn mir geholt habe. Pure Fiction comes with its own set of buff effects for Trailblazers to choose from, which allows for team composition experimentation to maximize points. Observation indicates that high scores hinge on the right cure. Conclusion. Consider the nature of enemies and available buff effects when selecting your formation and battle strategy. Oh mein Gott, Hilfe. Jetzt kommen die richtig schwierigen Kämpfe. You can bag yourself a whopping 720 stellar gems. Whoa. And guess what? Completing specific stages for the first time will earn you the fourth. Yeah, noch eine Links, dann habe ich sie. Whoa, 720 stellar jades? You heard it here first. In version 1.6, Forgotten Hall, Memory of Chaos is set to expand with stages 11. Stimmt, das haben sie auch angekündigt. Ich habe Angst. Restart victory in these new stages grants an extra 120 stellar jades. Combine that with the first 10 stages, and you're looking at a grand total of 720 stellar jades. Trailblazers who complete these two permanent challenge modes can also earn a new currency, okay, which they can exchange for items like self-modeling resin. Ooh. In the newly added shop. Sounds neat. Zeig, was es im But Shop gibt. Are Trailblazers seriously expected to take on more permanent challenges each time there's a new version? That's gonna eat into our simulated universe testing time, you know. Stimmt, simulated universe, das. These two permanent game modes will be seeing changes, okay, of their own in the update schedule. From version 1.6 onwards, Forgotten Hall, Memory of Chaos, and Pure Fiction will be updated in rotation. Every Memory of Chaos update will be followed 2 weeks later by a Pure Fiction event. Okay. Subsequently, 2 weeks after that, a new Memory of Chaos will start. In which case, each version contains 3 such updates, meaning that Trailblazers can obtain a maximum of 2,160 stellar jades across the Forgotten Hall and Pure Fiction events. In addition, the availability of each phase of Memory of Chaos will be extended from 2 weeks to 6 weeks. Okay. This means that when Aber da habe ich nicht mehr so viel of Stress. Of starts, the previous phase will still be available.
Das ist echt nicht schlecht, weil man kann sich das viel besser einteilen, wenn man dann zum Beispiel ein Wochenende Zeit hat, dann macht man das. Ich habe nicht extra geschaut, dass ich Memory of Chaos jeden Tag eine Stage mache, möglichst. Okay. Trailblazers can directly challenge the highest Memory of Chaos stage they previously cleared with 3 stars. Upon achieving a 3-star victory, they instantly receive all rewards from the preceding stages. Just heads up, that stage 7 is currently the highest stage that Trailblazers can start their challenge. Okay. Whoa, in other words, as long as I've achieved a 3-star victory in stage 7, and I attain the same victory in any given Forgotten Hall Memory of Chaos update, I can get my hands on rewards for the previous 6 stages? Oh, da kann man sich so viel Zeit sparen. Time-saver, it would seem. That's not all. 7 und 8 habe ich auch noch mit 3 Sternen geschafft, nur 9 und 10 habe ich nicht mehr mit 3 Sternen geschafft. As Trailblazers progress through stages in Forgotten Hall Memory of Chaos, the team set up from the previous stage will be carried over by default. Gott sei Dank. Plus, with the new team setup switching and one-click clear functions, lineups can be adjusted at the drop of a hat. Impressive. It seems that optimizing Trailblazer Im Spiral Abyss auch haben? Jede Woche überlege ich mir, welches Team ich genommen habe. Okay, kurze Pause. So. So. Lese ich nochmal kurz, was ihr geschrieben habt. Boah, das war jetzt so viel Informationen auf einmal. Was? Guck, war doch Bimmelbahn. Hab heute Geschichte geschrieben, hab tatsächlich nicht verkackt. Und das weißt du jetzt schon? Na, wird schon schief gehen, Raffi. Despair. Ja? Willst du jetzt auf einmal Flynn? Kokolia! So, hab das Bild mal in deinen Discord gesteckt, was am besten rankam, was du wolltest. Das schaue ich mir dann nachher an. Danke, Bauer. Da ist Fu. Wer? Diese Abyss-Sache war nie so meins. Fußschuhen. Wer ist Fußschuhen? Fußschuhen finde ich gut. Tobi sieht nur Fußschuhen. Welcher kann Jepard am besten ersetzen? Charakter? Ja, wahrscheinlich Fu, oder? Danach kommt dann Jepard. Und danach kommt dann der Trailblazer. So viele gute Preservation-Charaktere haben wir noch nicht. Da ist Fu die beste. Hilfe, irgendwie unausgeglichen in Star Rail und Genshin. Observation Duty. Warum schreibst du jedes Wort in einer extra Zeile? Jetzt weiß ich, warum der Chat so weit ist. Och, was soll denn das? Krass, what? Was? Ich wollte mich nochmal für den Raid vorgestern bedanken. Hallöchen, Lia, willkommen. Danke auf jeden Fall fürs Bedanken und fürs Vorbeischauen. Wie geht's dir? Alles klar? Hä? Star Rail, ich habe ein Leben. Das ändert sich eigentlich im Grunde nichts. Alle 2 Wochen gibt's was Neues. Und du hast sogar 6 Wochen Zeit, um es fertig zu machen, wenn du es jetzt in den 2 Wochen nicht schaffst. Hello, willkommen, willkommen. Naja, Leute haben sich beschwert, es gibt zu wenig Content. Star Rail hier bitte. Es ist auf jeden Fall Content da, aber ich glaube, es wird nicht unbedingt mehr. Das Problem ist, dass die Events immer so viel Zeit fressen. Gefühlt. Aber der bleibende Content oder der Hauptcontent ein bisschen, ja, ist es kompliziert, weil die Story so gestückelt ankommt. Ja. Nochmal Fu. Tobi sieht wieder nur Fu schön. Wen denn sonst? Weiß ich nicht. Ratio? Das Bild, das Bauer geschickt hat, ist literally nur ein Square mit Hulu und May drauf. Was? Zeig, das muss ich mir jetzt anschauen. So. Ist das Bild so gut genug? Ich will das ganze Bild mit allen haben. Nicht nur von Hulu und May. Wo ist Ratio? Kira wollte aber das gesamte Bild genau als Wallpaper. Obwohl ich weiß nicht, ob ich meine Boys ablösen kann, weil ich habe gerade den
Ich habe gerade 10.000 Mini-Icons auf meinem Desktop, aber ich habe den Sumeru Boys Wallpaper vom Event vom. Welche Version war das? 3.7? Damals? Das eine Bild mit den vier Boys, Sumeru Boys. Und auf dem anderen habe ich den Elhatham Wallpaper auf dem Hochkant. Dingsbums. Okay, haltet einfach mal die Augen offen, okay? Zack. So. Mein Chat ist weg. So, jetzt sehe ich wieder was. Ja, endlich Wochenende, als geht's mir gut und selbst. Danke, ich habe auch Wochenende jetzt und mir geht's auch super. Kann mich nicht beschweren, alles super. Wir sind gerade bei der Starrail-Analyse. Ich sehe da schon wieder was Neues, was? Ich sehe nur L und Ratio. Ich bin heute wieder auf einer Party. Tobi ist wirklich so ein Partymensch, unglaublich. Im Gegensatz von uns zu uns allen Stubenhockern ist Tobi immer auf einer Party. Additionally, we've introduced a time-limited unlock feature for certain material stages. This might require further explanation. Ja, bitte, worum geht's? Even if Trailblazers haven't explored the latest maps, they can still challenge certain material stages to gather leveling materials for their characters. Das ist praktisch. And of course, where would 1.6 be without the ever-exciting check-in event? Immer her mit den Tickets. The event allows Trailblazers to get their hands on 10 warps. Yay! Die kann ich gebrauchen. Trailblazers will be looking forward to this one. Indubitably. I saw it coming. Alrighty. It's that time already, folks. A big shout out to all our Trailblazers for their incredible love and support. Honkai Star Rail recently garnered incredible awards and nominations. Gratulation. On behalf of the project team, I, Albert, would like to extend our gratitude. Pardon the interruption. You are now speaking with Veritas Ratio. Huh? It has come to my attention that your broadcast today touched on certain warp arrangements in connection with myself. If I may be so bold, the current arrangements are pitiful. Dr. Ratio! The dissemination and sharing. Stimmt, der Banner ist nicht besonders gut. As well as truth is imperative. I, in my esteemed capacity, demand that every Trailblazer be given access to a proper education. When version 1.6's Pantaray event warp becomes available, every Trailblazer who has unlocked the mail feature shall receive, via mail, one limited five-star character Dr. Ratio. That is to say, me. What? Through sheer tyranny of will, I shall become ubiquitous. With this, I bid you farewell. And there we have it, folks. The esteemed Dr. Ratio. So, I think we've covered all the content for version 1.6. Thank you once again to our three geniuses for their support. But don't go anywhere just yet now. Stay tuned for an IPM bonus program. Here comes Sunday. I thought it was Friday today. Question. Whoa. Does the IPC not rest at the weekend? Right? That's two full days of simulated universe testing. Trailblazers, you know what to do. Wirklich? I'm not talking about the weekend, y'all. I'm talking about our next special guest. Oh mein Gott. Ich bin baff. Oh. Okay, warte, ich muss ganz kurz. Ich lese ganz kurz, was ihr geschrieben habt. Party, Party. Raffi macht auch Party? Oder was? Puls. Wassermarsch. Genau, was trinken ist eine gute Idee jetzt erstmal. Die machen die Spiele zu einfach für neue Spieler. Zu einfach? Welche Spiele? Danke, dass mir Star Rail meinen Five-Star zuwirft. So viel Jades. Yay, Jades. Jetzt. Muss jetzt eben weg. Muss noch was einkaufen, leider. Okay, ist in Ordnung. Bis später vielleicht, Widow. Uhu, ah. Das hat ein Seele jetzt schon wieder gemacht. Schon wieder zu viele Emotes. Pff. Sag
sagte doch, du sparst Puls. Oh mein Gott, wir bekommen wirklich alle Dr. Ratio gratis? Aber dann ist ja nichts Besonderes mehr. Ich meine, du hast Bandos doch nicht mit allen teilen. Okay. Wow. Hey, aber theoretisch könnte ich mir dann einen Lightcone holen. Oder ich spare weiter. Also, fix es schon mal. Ich kann mir Luen Mei ohne Sorgen holen. Und ich hoffe, ich kriege dann Tingyun auf E6. Das ist ein großer Wunsch, nachdem sie drin ist. Schüe es auch. Das wäre cool. Wer war als drittes da? March, gell? Ja, March habe ich auf E6 schon, glaube ich. Kriege ich die Puls zurück. So. In der ersten Hälfte ist Blady, gell? Und Blades Lightcone ist schon nice. Andererseits habe ich schon einen 5-Sterne-Destruction-Lightcone mit dem von Dunheng. In der zweiten Hälfte ist Kafka. Oder ich hole mir seinen Lightcone. Oder ich spare. Okay, auf jeden Fall geht es mir jetzt besser, dass ich mir Argenti geholt habe. In vielerlei Hinsicht. Bereue ich das nicht mehr, dass ich so ganz viele Puls reingesteckt habe. Okay. Das ist krass. Wir bekommen einen richtigen 5-Sterne-Charakter. Nicht so ein... Nichts gegen Aloy, aber bitte. Das war ja nix. Cool. Okay. Okay, ich muss dann genau planen. Wir kriegen auch viele Jades. Viele, viele Jades noch. Plus die 10 Puls. Ich habe jetzt noch nicht mal alle Events fertig. Ratio ist doch einfach nur KW in Star Rail. Das ist doch in Ordnung. KW ist super und Alhatham ist super. Was will man mehr? Was? Ach Gott, dieser Mist. Worüber redet denn jetzt Seele? Ach so, über meinen Bot. Wir schenken uns einen 5-Star. Genshin Hu. Kira kann weitersparen oder ausgeben. Ohne Waffe, oder? Ich glaube, nur er selber kommt. Aber ich könnte mir seinen, wenn er seinen guten Lightcone hat, er sieht auf jeden Fall gut aus. Uff. Okay. Aber ein Handlightcone wäre sicher nicht schlecht, oder? Schauen wir mal. Das kann man sich dann noch überlegen, wenn es soweit ist. Alternativ kann ich noch über Blady's Lightcone, über Kafka nachdenken. Oder sparen halt für Sparkle oder so. Starrel hat alles gemacht, was Genshin nicht hat. Ja. Umgekehrt gibt es das genauso. Es sind halt zwei unterschiedliche Spiele. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ich bin... Okay, deswegen haben mich 1000 Leute jetzt angeschrieben. Jetzt macht das alles Sinn. Und auch Evos mysteriöses Herumgetue. Wie bekommt man ihn? Ich kann kein Englisch. Da steht, Leute, die kein Englisch können oder zumindest Chinesisch, die bekommen keinen Dr. Ratio gratis. Einfach über Mail. Oh, Raffi, du Spielverderber. Vor allem halt wirklich limited und nicht so, ach ja, den stecken wir ins Standardbanner. Hier bekommt ihr einen for free. Noch nicht mal das haben wir. Wir haben noch nicht mal ein T-Hinari oder eine D hier gratis bekommen. Das wäre auch nett gewesen. So, ja, Dendro ist neu, ne? Ihr kriegt nicht nur Collie. Wenn ihr jetzt da seid, jetzt bekommt ihr auch ein T-Hinari oder sowas. Nein. Natürlich ohne Wache, werd nicht gleich gierig. Bitte nicht zu gierig werden, okay? Seid glücklich. Oh mein Gott. Was? Lüge, Tobi? Ach so. Ja, stimmt. Hast du nicht gesagt, dass du letztens eine 2 in Englisch bekommen hast? Jeder spart Puls, aber manche wissen nicht, was sie pullen sollen. Ja, dann einfach weitersparen, oder? Du kannst dir den Hot Boy in the Bath holen. Luen Mei Potential? Weiß nicht, ich glaube, sie könnte ganz cool werden. Ich habe das mit ihrem Skill nicht ganz mitbekommen, was sie kann, aber sie kann irgendwas mit Resistance Penetration machen.
habe ich mitbekommen. Und das ist eigentlich auch ganz praktisch. Warten mal ab, was noch kommt. Ist noch nicht zu Ende, noch nicht zu Ende. Was bekommen wir noch? Ich krieg gleich einen Nervenzusammenbruch. Und wenn du es nicht kannst, wird es Zeit, dass du es lernst. Ja, selbst Flynn kann Englisch. Siehst du, er sagt, yes, I can. Du es? Was? Du es? Achso. Achso, dass du es lernst. Okay, ich dachte, do it. Wenn du dir sein Lightcon holst, kannst du jeden Tag sabbern, wenn du... Oh, Lightcon klickst. Hallo? So besessen bin ich nicht. Der Mann hat Oberarme. Ja, der hat auch dieses schwere Buch, da hast du es mal gesehen. Was denkst du, wie El Hatham so viele Muskeln bekommen hat? Das ist wegen diesen riesigen Buchbrechern da. Ito cries in Spaghetti Arms. Ja, Itos Arme sind so wie sein Hirn irgendwie. Ito ist auf eine Art und Weise irgendwie lustig und liebenswürdig, aber mir wäre ein etwas intelligenterer Ito besser, lieber gewesen. Aber das ist nur mein... Ich meine, ich hab ihn. Also, ja. Hallo, wollte fragen, was hatte der da gemeint? Wer ist der da? Um was geht's jetzt? What? Genau meine Reaktion. Okay, dann pulle ich. Was? Auf wen? Ah, Starry macht mehr richtig als Genshin. Okay. Ich hab ein bisschen, ich will jetzt Starrel nicht schlecht reden, weil es gibt in letzter Zeit viele Phasen, wo mir Starrel sehr viel Spaß macht. Ich glaube, sie haben ein bisschen Probleme mit der Playerbase, dass sehr viele Leute abgesprungen sind, gefühlt. Was ich auch so unter den Streamern bemerkt habe. Teilweise, dass viele abgesprungen sind. Und um wieder ein bisschen Player zurückzuholen, habe ich das Gefühl, gibt es jetzt ein bisschen mehr Belohnungen, so Anreize. Gifts with purchase sozusagen, nur dass man nicht kaufen muss. Erst schenken sie dir was und dann bist du wieder dabei, um dein Geld rein zu investieren und Zeit zu investieren. Danke, Raffi. Was? Ich will auch niemand. Doch, ich will sie haben. Ich hab sie noch nicht. Ich hätte sie schon gern. Ich mag sie als Charakter. Ich meine, wäre mir lieber, einen neuen Charakter zu bekommen im Standard oder bei 50-50 verlieren, als, weiß ich nicht, einen, den ich schon so oft habe und eh nicht spiele. Oder Diluc oder so. Gleich gibt's einen Timeout, aber nicht wegen, nur wegen der Meinung, Cashy, bitte, bedroh nicht die Leute. Wie soll das wohl gemeint sein? Der ist free und fertig. Ja, wenn du dich einloggst zwischen 1.6 bis zum Ende von 2.1, bekommst du ihn in einem Brief drin. Du musst es nur abholen. Dann hast du ihn, dann haben sie alle. Intelligenz für alle. Oh, man bekommt ihn kostenlos, ja. Die 4 Sterne ist eine starke 4 Sterne Silver Wolf. Was? Schür? Ja, irgendwie schon hat sie ein bisschen was, aber ein bisschen, glaube ich, aktiver als das passivere von Silver Wolf. Aber muss man dann ausprobieren. Hallöchen, Engelchen, willkommen. Superkali, fragelistisch, expialigetisch. Alles klar bei dir? Hallo, Frau Engelchen von Todes. Nicht Frau Engelchen des Todes? Das klingt fast besser. Dieses Buch kann Gegner klatschen, ohne dass das Buch einen Kratzer bekommt. Es sieht sehr massiv aus. Ich weiß nicht, ist das aus Stein gemeißelt? Könnte ich mir fast vorstellen, nachdem er auch die Steinsäule machen kann. Mit der Säule, wenn Zhongli die sieht, dann wird er ganz neidisch. Stellt euch vor. Ito, seine Spielweise ist so wie seine Intelligenz. Sehr einfach und dumm, kann auch Spaß machen. Ito macht sehr viel Spaß. Das Einzige, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass mein Ito absolut schlechte Energy Recharge hat. Ich muss den nochmal umbauen. Es geht gar nicht. Ich kriege nie seinen Burst voll. Und das, obwohl ich ihn mit 3 anderen Geo-Charakteren zusammenspiele. Egal. Nein, Spaß macht er und stark ist er auch. Das habe ich nie
Wie gesagt, ich habe ihn auch damals gepult. Wassermarsch, Prost. Hallo, Herr Lady von Gaga. Bisschen mehr. Viele sagen ja auch, das erste Mal ist kostenlos. So ungefähr, ja. Danke, der Nebenchar. Nehme gerne die Intelligenz für Englisch. Du, Tobi, dafür braucht man keine Intelligenz. Das muss man einfach nur üben, oder? Ich meine, okay, manchen Leuten tun sich mit Sprachen leichter und manche ein bisschen schwieriger, aber eigentlich ist vieles einfach nur üben und zuhören und üben und lernen. Ich habe heute wieder 2 Einsen bekommen, aber nicht in Englisch, oder? Nebenchar, ich breche ab. Dr. Ratio braucht den Imbibitor Lunae Boss. Okay. Okay. Mach mal. Dr. Ratio ist einfach Moses himself. Kann Moses Tolles. Ich bin nicht so auf dem Laufenden, was Bibelgeschichten betrifft. Auch letztens gelesen, so, dass die Geschichte von Furina eigentlich die Geschichte irgendwie von Jesus ist und so. Hat irgendwie plausibel Sinn gemacht, aber ich kenne mich mit diesen ganzen Geschichten nicht so gut aus. Deswegen fällt es mir immer schwer, da Parallelen zu ziehen. Raffi nennt schon wieder Dinge, die nicht mal bekannt sind. Okay. Passiert. Einfach nur Wort und Physik. Englisch ist nichts mit nur üben und lernen. Nicht? Weiß ich nicht. Es hilft auf jeden Fall, wenn man übt und lernt. Erstmal muss man Vokabeln können und dann der Rest ist eigentlich... Das Schöne an Englisch ist ja, dass zumindest die Satzstellung sehr ähnlich ist. Dann sind dazu noch viele Wörter ähnlich und dann... Ich hab Englisch nie schwer getan. Okay, ich mach mal weiter nebenbei, damit wir nochmal den Stream da fertig kriegen. Wir können nachher noch eh weiter plaudern. Na schau, jetzt ist eh da. Der Code. Noch Heshi. Die Mats für Upcoming Chars stehen immer direkt im HoYoLab Calculator. Sehr praktisch. Werde ich dann reinschauen, aber ich werde eh noch nicht vorfarmen können. Weil ich muss jetzt mal Argenti fertig machen. Ich glaube, den brauche ich jetzt dann erstmal. Oh, es ist wegen der Steintafel. Okay. Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus. Das tut mir leid. Ah. Moinsen, Hallöchen. Liquia. Willkommen, willkommen. In dem Bild? Welches Bild? Wie geht's? Danke, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ansonsten habe ich keine Ahnung von der Bibel. Ich habe... Bei den Lehrer, den ich habe, kannst du kein Englisch lernen. Ich habe mir auch das meiste, ehrlich gesagt, selber beigebracht. Sobald es das Internet gab, ist mein Englisch so angestiegen. Good evening and welcome to the Family's Charmony Festival Conference. I'm your host, okay. Albert. This once in an amber era event is near at hand. And the eyes of the universe are fixed firmly on the planet of festivities. Pentacone. Tonight... We'll be bringing you all the kriegen wir einen Charmony Festival. First, ein Vorblick. And welcome the organizer of the festival and representative of the family at Pentacone, Mr. Sunday. Good evening, dear viewers. I am Sunday. Welcome, good sir. Aber es ist doch Freitag. Lights up our humble studio. Was ist das für ein Charakter? You are too kind, Mr. Owlbert. Der Flügel? If it were not for the IPM's generous invitation, I would not have had this opportunity to introduce your audience to our festival, nor its location. That is to say, Pentacone. Pentacone is located in the Asdana star system. Das ist aber hübsch. It is a holiday destination of universal repute, known to many as the planet of festivities. Our guests will be staying in the Reverie. A luxurious hotel where one may travel freely between reality and dreamscape. Ein Vergnügungsplanet. Uniquely yours. I'm curious. What makes this festival different from the previous ones? Charmony Festival is a Pentacone tradition with a long history.
And we have built on that foundation to achieve something. Was hat er da hinten hinter sich fliegen, wie so ein Final Fantasy Charakter? The family on Penacony has, for the first time, ist das ein Bruder von Sephiroth oder was? Invitations to various factions of the cosmos, welcoming them to partake in our magnificent ceremony. Members of the five great families, which together make up the family on Penacony, as well as staff members of the Reverie, are united in welcoming the universe to our home. Rumor has it that your sister, the cosmic superstar Miss Robin, is set to perform at the ceremony. You heard correctly. Oh. On behalf of the family, Robin will be singing at the opening of the festival in honor of the Aeon of Harmony. Okay. My sister has already arrived in Penacony, and dress rehearsals are well underway. Our guests are in for quite the show. Miss Robin's participation. Hat die so viele Hände oder wird sie geschminkt? Von anderen. Mr. Sunday, would you be able to divulge any details about the festival's preparations? Robin. Okay. All manner of preparations are unfolding. Misha haben wir schon gesehen. Der wurde schon angekündigt. Renovation works are drawing to a close, and so too is its human resources overhaul. Our level of service will be better than ever. Separately, we have introduced performers and service personnel from the Iris family to Penacony's principal scenic areas and leisure characters. Facilities. I'm sure they will help our guests to feel right at home. Needless to say, safety is our Risley? Primary concern. Gallagher? And so, the devoted Space and Risley. Courageous Bloodhound family will be responsible for security at the festival. Danger does not exist in Penacony's dreams. And the family promises that the safety of every guest is guaranteed. Of course, the family is also forgiving. Was? Perhaps you are a member of the Annihilation Gang. Or even halt. The Stellaron Hunters. Sam! If you cherish dreams and uphold benevolence, oh, vielleicht muss ich doch sparen. Welcomes your arrival. Aber wenn wir jetzt jedes Mal so viele Jades bekommen? Issuing the invitations, we have received many replies from various organizations throughout the universe. Today will be the first time we are publishing the guest list. All in the service of the preservation, the Amber Lord. He's an executive from the IPC Strategic Investment Department. So viele Infos hier. Legendary Ten Stone Hearts, Mr. Adventuring. Explore, understand, establish, and connect. Together, the name is carried forward, the trailblazing will of Akabili, and build bridges between the stars. The navigator of the Astral Express, Miss Himiko, along with the entire crew, will soon be gracing Penacony with their Es wird ja auch Zeit. Ich glaube, wir sind vor 3 Monaten oder 4 Monaten losgeflogen nach Penacony. Academic network of shared resources. The renowned scholar of the Intelligentsia Guild, Dr. Veritas Ratio. We think, therefore we are. And memories are proof of existence. She's committed to safeguarding and sharing these memories and able to journey beyond the corporeal into the cosmos. Hails from the Garden of Recollection. Oh, Black Swan. It's none other than the memo keeper herself, Miss Black Swan. Seele für dich. In the uncaring expanse of the cosmos, elation exists as a balm for sorrow. Nele eskaliert. Ich weiß nicht, ich finde. Hat das Sparkle? Okay, sie finde ich süß, das muss ich schon sagen. Journeying from one planet to another, upholding justice, eradicating evil, and then doing it all over again. She's been away from the spotlight for too long. Representing the Galaxy Rangers, Miss Acheron. Acheron ist es, okay. Once more. On behalf of the family, I hereby warmly welcome our guests to participate in this. Okay, ich will ihn in groß sehen, nicht als Chibi. Penacony awaits you. Ich will ihn sehen. Video, Video. Oh mein Gott, ist das cool. Oh no, das war zu kurz. Okay. Puh. Uff, viele Infos. Wahnsinn. Oh. So, ich habe mich wieder groß gemacht, egal. So, warte mal.
Oh mein Gott, was habt ihr alles geschrieben in der Zwischenzeit? Nicht mal 2 Sekunden darf man sich was anschauen. Stimmt, sind im Calculator, my bad, aber trotzdem nervt's, was? Ich hab mir da einen Wolf geübt und gelernt und kann es bis heute noch immer nicht. Einfach weitermachen, Engelchen, das wird schon. Believe in English. Das Einzige, was in Englisch nervig ist, die Grammatik. Eigentlich. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich alles hundertprozentig richtig mache. Aber ich glaube auch, dass Leute, die Englisch als Muttersprache haben, nicht immer alles richtig schreiben. Ich sag nur your und you are und solche Sachen. Nein, eigentlich ist die Grammatik nicht so schwer. Zumindest im Gegensatz, wenn du solche Sprachen wie Japanisch oder Koreanisch lernst, dann wird's kompliziert. Huhu ist erstmal fertig bei mir. Das hört sich gut an. Gratulation. Ira, soll ich dir 2400 Reins geben? Was ist Reins oder Reins? Ja, genügt. Worum geht's, Tobi? Englisch in der Schule, nicht mal die Basics hängen geblieben. Englisch wegen Spielen und YouTube kam besser als meine Muttersprache. Ich sag ja, sobald wir damals das Internet hatten. So. 1998 rum, dann 2000 ist es ein bisschen besser geworden noch. Aber eigentlich so, ja, ab 2000, wo man dann so richtig, ich rede über Jahre, gell, 1998, 2000 Jahre, wo man dann so richtig angefangen hat, das Internet zu verwenden und dann ab 2000 hat man halt angefangen, Anime online zu schauen, die es halt bei uns nicht gab und die hat man dann halt in so, weiß ich nicht, 320p Versionen ganz, ganz klein geschaut mit englischen Subtitles und das hat ordentlich geholfen, glaube ich. Mir zumindest. Danach ist mein Englisch so hochgeschossen. In den letzten 2 Jahren habe ich im englischen Ausdruck dann in der Schule 14, 15 Punkte gehabt. So, hä? Warum bin ich in Englisch so gut geworden? Ja, das Internet war's. Die Anime und Mangas, die ich auf Englisch gelesen habe, die es bei uns nicht gab. Sunday is nice, den nehme ich mit. Aber ich glaube, der hat auch Potenzial. Ich hätte ihn gerne in groß gesehen, aber in Chibi sah er irgendwie cute aus, mit den Flügelchen und dem komischen Leuchtding da hinten an ihm dran, wie so ein Final Fantasy 8 Charakter. Weiß ich nicht, musste irgendwie so an Idea und diese ganzen Artemisia-Dinger, Hexen denken, die diese Kränze dahinter sich haben und dann diese Flügel dazu. So Final 7, Final 8 mäßig. Damn, einfach Engel, ja, voll cool. Hat den Reidenring in Metall? Ah ja, stimmt. Die Reiden. Heißt er Self and Rot? Macht sie mal was zu essen. Mach das, Engelchen. Lass es dir schmecken. Geschminkt? Robin. Die zeigen jetzt viele. Ich merke schon. Firefly. Die war auch lieb. Hilfe. Hatte ich vor ein paar Updates noch. Ich mag, dass mich in Starrel nicht so viele Chars ansprechen, Schluck. Ich habe das Gefühl, dass du das erst diese Woche gesagt hast, Seele. Kann das sein? Mehr Chars. Aber ich glaube, das sind alle Charaktere, die im Laufe der Penaconis-Saga dann rauskommen. Das heißt, in den nächsten Versionen. Es können ja... Okay, da waren vielleicht auch 4-Star-Characters dabei. Es können kommen theoretisch ja immer nur 3 Charaktere mit jeder Version neu dazu. 2 5-Stars und ein 4-Star. Naja, es wird wahrscheinlich jetzt wirklich ein halbes Jahr nur der Planet sein. Ich habe nicht mehr erwartet, wenn es nicht ein ganzes Jahr ist. Schauen wir mal, was man da rausholen kann. Die eine, diese 2 Szenen, die sie da gezeigt haben, waren aber ziemlich nice vom Style her. Hat mir wesentlich besser gefallen, als was man von der Shenzo gesehen hat. Obwohl sie da auch die schönsten Ecken gezeigt haben, damals in den Trailern. Jo. Mehr Chars, die muss man erstmal schaffen.
Sam wird bei mir ein Must-Pull. Hab endlich ein Feuerchar. Sam. Sam ist cool. Im Trailer so. Wah! Nur weil es potenziell so viele gibt. Jawohl, Aventurine. Ich weiß nicht, mit der einen Szene damals, wo er mit Topas telefoniert, das war eh der, gell? Aventurine. Als er mit Topas telefoniert hat, hat er nicht besonders nett geklungen. Schauen wir mal. Heißt noch lange nichts. Ah, hallo. Hallo, was? Ist es noch lange nicht, dass sie von Anfang an garantiert sind? Ich hänge hinterher zu viel im Chat. So. Okay, Seeles Ding einmal überspringen. So manche Leute müssen mal auf die stille Treppe. Wer? Seele? Sparkle, let's go. Sie ist schon süß. So irgendwie so eine Mischung aus Utao mit Yuimiya. Irgendwie. Und glaube ich ein interessanter Charakter, wenn man sich den Text mal durchgelesen hat. Schauen wir mal. Black Swan, easy skip. Weiß ich nicht. Bis jetzt sagt sie mir noch nicht so viel, muss ich sagen. Ist, glaube ich, nicht mein Typ Charakter. Schauen wir mal. Weiß ich nicht. Acheron, let's go. Bin ich gespannt, wie sie ist. So. Kein Sunday für Kira. Das Gequietsche überlebt Evo nicht. Warum? Nur weil sie endlich wieder einen weißhaarigen Charakter bringen. Mit Flügeln. Da habe ich das Gefühl, mein VTuber funktioniert nicht ganz so, wie er sollte. So finster. Nicht mehr. Okay, jetzt geht's besser. So. Okay, aber anscheinend wird mir kein Sunday gegönnt. Na toll, nun sabbert Seele wieder alles voll hier. Ja, Engelchen, da musst du dich drum kümmern. Ich dachte, du wolltest dir was zu essen machen, oder? Bist schon fertig? Oder köchelt es... Ah ja, das Handy mitnehmen, ich vergaß. Sorry. Seit wann ist das Overflow-Event in Star Rail? Seit heute, oder? Wassermarsch, Prost. Nein, da ich mit Anna alles auf Englisch schaue, da sie das so besser findet, kann ich schon etwas mehr Englisch. Siehst du, Übung macht den Meister. Bin aber auf Untertitel noch immer angewiesen. Ja, das kommt mit der Zeit. Prost. So. Jetzt schauen wir uns nochmal die Trailer in Kurzfassung an. In Zusammenfassung. Und jo. Let's go. Jetzt habe ich zumindest den Chat mal eingeholt. Wo ist mein Fenster hin? Oder pfff. Zack. So. I thought member 4, Poka Kakamon, had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Da wartet kurz. Oh, look who's here. Was ist das Problem? Wenn man seinen Cursor nicht sieht. So, jetzt. So. Nochmal von vorne. Zack. Und ich mache mich klein, damit man alles sieht. Let's go. I thought member 4, Poka Kakamon, had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Die Gänschen. Oh, look who's here. Buzz. Madam Herta, open zone. Buzz. Die Musik. Class 1, clearance zone. Permission status. Madam Monte. There's much you don't know about the space station. Diese komischen Säcke da. Diese Lachsäcke sind so süß.
a genius move. And how will you counter it? Nachdem jetzt Starrill auch bessere Pokémon hat als Pokémon selber. A portrait of internal turmoil. Oh mein Gott, der ist so cool. Do try to think for yourself. Ich teile mit euch. Ich bin nicht so. The gods of the starry skies have abandoned the world. Only the wounded sieht die Katze so gut aus, unglaublich. The world in the firelight of destruction. No matter the distance, annihilation will find you. Uh-oh. Audience Dice. How ostentatious. Oh, Herders Finger machen mir Angst. Mhm. Oh Gott, Simulated Universe Events, ich hab Angst. Oh Gott, es wird schon, es wird schon. Durchhalten. Oh mein Gott, die Katzen züchten, das ist so süß. Da war auch eine Dunham-Katze. Ich hab's genau gesehen. Und die Blady-Katze. Oh. Das macht mir Sorgen. Ich habe das Gefühl, das wird schwer. Der rote Modus. Okay. Your Fiction. Die Musik. Okay. Zack. Okay. Viel. So. Zack. Können die Videos nicht von alleine losgehen? Danke, ich drücke extra auf Pause, nur dass wenn ich mich einmal bewege, dass sie losgehen. Grrr. Ich habe mir Brot gemacht und es auch schon gegessen. Flott. Du gingst mit Chat ewig hinterher, das stimmt. Es liegt daran, dass manche Leute jede Zeile extra was schreiben und ich dazwischendurch noch rede. Diese Katzen, so süß. Damn, Gänsehaut wieder am Start. Oh oh. Tschüss, schon cool, schon. Total. So. Zack. Wo ist jetzt hinter? Zu viele Fenster offen. Ich mag den Sack mit den Öhrchen. Tensei-tekinai. Dou-yatte yaburu-de. Dou-shita? Nani-ka nayandeiru you da na. Okay, ich mag die japanischen Stimmen, glaube ich, auch ziemlich gerne von beiden. Oh, ich bin schon gespannt. Wow. Kuru-kuru. Okay.
passt. Cool. Oh mein Gott, es kommt viel auf uns zu. Die Musik ist genial. Die Musik ist super cool und groovy. Yes. Ja, wow, du und May. So, zack. Was sagt ihr? Worauf freut ihr euch am meisten? Sicher auf die Käfer. Lass mich raten. Free Ratio. Oh mein Gott, krass. So, zack. Im Hintergrund starte ich mal das Spiel. Boah, bin gespannt. Theoretisch, wann glaubt ihr, kommt 2.0? Nachdem wir jetzt schon den ersten Blick auf Pendaconi bekommen haben? Glaubt ihr, dass es noch 1.7 gibt oder geht es dann mit 2.0 weiter? Weil mit Pendaconi wird 2.0 sein, wenn Ratio bis 2.1 geht. 3 Versionen halte ich für eine relativ gute Länge. Ich glaube, nach 1.6 kommt 2.0. Wenn ich ehrlich bin jetzt. Ihr glaube ich auch, gell? Swarm Story, Luan May und Black Swan. Ich glaube, Black Swan kommt erst dann in 2.0, dementsprechend 1.7, 2.0. Und hoffentlich Luan May. Ich drücke dir die Daumen, Raffi, ist noch ein bisschen Zeit. Nach 1.6. Ja, würde auch sagen, nach 1.6. Macht Sinn. Wann hat Star Rail angefangen? Im April, gell? Das heißt, wir haben die Version ein bisschen kürzer. Also so einen Block. Kürzer als wie in Genshin. Spannend. Aber eh gut. Weil es ist cool, dass wir jetzt dann langsam irgendwann mal mit der Story da weitermachen. Ah, sorry. Alle taub. Sorry, der Regler hat sich so schnell bewegt. Weiß gar nicht, wo ich zuletzt war. Ich war heute noch gar nicht drin. Heshi ist wach, sehr gut. Schau, ich stehe irgendwo im Belobock rum. Einfach so. Und? Da-da-da. Wie viele Boss-Mats braucht man für 80, 65? Keine Ahnung, ich sammle normalerweise immer erst, wenn der Charakter da ist. Ich glaube, ich habe noch nie wirklich vorgefarmt in Star Rail. Ich glaube, ganz am Anfang mal für Blade oder so. Ja, aber danach dann irgendwie nicht mehr, weil dann die Charaktere zack auf zack kamen. Wach eher weniger, aber meine Ohren sind jetzt frei. Sehr, das ist auch gut. Schau, ihr braucht mich nicht mehr zum Ohrenarzt gehen. 65 für einen 5-Star, 50 für einen 4-Star. Danke für die Antwort. Ah, Dr. Ratio habe ich ja garantiert. Cool. Vielleicht hole ich mir dann wirklich seinen Lightcone. Ein Handlightcone ist vielleicht nicht schlecht. Vielleicht ist der Lightcone nämlich gut. Vielleicht kann man den theoretisch auch für Topas verwenden. Wenn er auch so Follow-up-Attack hat, vor allem. Sakrileg oder Sacrebleu? Sakrileg, den Leitkund für jemand anderen zu verwenden. Ja, aber wenn ich nicht so viele habe, was soll ich denn machen? Ja. Gut, so. Lurk, viel Spaß noch. Danke dir, Seele. Ich hatte schon Angst, dass ich ihn nicht bekomme. Ja, das ist das Problem, wenn man so viel pullt, gell? Dann hat man Angst. Und danke an viel.
Viel Spaß im Log, viel. Viel, ein Charakter. Könnte ein Charakter aus Frieren sein. Viel. Ich habe Yenjings Lightcone also. Nur wenn der gut ist. Ich bin mal weg. Vielleicht. Bis später. Okay, passt, Engelchen. Danke dir. Einen wunderschönen guten Abend oder Nachmittag. Ich würde es noch als Nachmittag durchgehen lassen. Dir auch, Nezuko. So, ich werde nur ganz, ganz kurz eine klitzekleine kurze Pause machen. Und danach spielen wir dann den Event weiter. Yes, das ist zumindest der Plan. Ein bisschen zumindest können wir machen. Vielleicht schaffe ich die Story. Wäre cool, wenn wir die Vierer-Story da fertig machen, die mir die ganze Zeit da eingeblendet wird. Passt, gebt mir 3 Minuten, dann bin ich wieder zurück und dann geht's weiter mit der Story vom Event. Yay. Idorira-sama. Douka boku no koe ni okotae o. Idorira-sama, douka boku no koe ni okotae o.騎士の信念を貫き、生命の美と勇気を称えましょう。イドリラ様、どうか僕の声にお答えを。 イドリラ様、どうか僕の声にお答えを。